Sketch Factory. Wir begrüßen in der blauen Ringecke mit einer Größe von 1,70 Meter und einem Gewicht von 74 Kilogramm aus Sandersdorf, Brena. Olli Celle! Sein Gegner mit einer Größe von 1,90 Meter und einem Gewicht von exakt 110 Kilogramm. Aus 030BLN Sexy Ronaldo Shaqiri. Ich meine, ich guck mir diese Paarung jetzt an. Und ich höre mir die Zuschauer an. Und ich weiß, dass der Glauben Berge versetzen kann. Und ich glaube, dass hier viele Leute in Leipzig jetzt denken, Olli Celle, das ist der Mann, der wird das machen. Aber Ronaldo Shaqiri, der nimmt ihn nicht ernst, der nimmt die Catch Factory nicht ernst, der nimmt die Fans nicht ernst. Oh, aber Olli Celle kämpft sich hier sofort. Überhaupt gar keine Angst. Oh mein Gott! Big Boot ins Gesicht und Olli Celle wird auf den Boden der Tatsachen gleich wieder zurückgeholt. Okay, jetzt gibt's die Schläge in der Ringecke. Jetzt wird ihr ein bisschen erstmal Respekt einprügeln. Ronaldo Shaqiri dominiert hier Olli Celle nach Belieben. Das ist ja unfassbar. Nimmt jetzt Anlauf. Und Uppercut. Guckt er, Ronaldo ist fast zu schnell für ihn. Noch ein Vorarmstrike. Prügelt Olli Celle hier einfach durch den Ring. Und jetzt der Dropkick. Olli! Kommt Olli ins Match zurück? Oh, Headsister! Und Springboard Elbow. Könnte das hier vielleicht der Überraschungserfolg von Olli hier in der Catch Factory sein? Er hat das gesamte Publikum hinter sich. Er strotzt nur so vor Talent und er ist hier auf dem obersten Seil. Aber Sturzflug ins Leere und Ronaldo Shaqiri lacht ihn aus. Clothesline aus dem Lauf. Und er sagt an, die Clothesline from Jehenne. Der stolze Albaner mit dem Samoan Drop. Und Olli Celle kann kaum den Oberkörper heben. Er liegt in diesem Ring. Der Schiedsrichter muss sich ernsthafte Gedanken machen, ob der junge Mann ausgenockt ist und noch weiterkämpfen kann. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Komm, brich das Match ab. Brich es. Er kämpft sich echt wie auch. Also ich bin wirklich begeistert von diesem Kämpfer jetzt. Aber ich weiß auch nicht, ob das irgendwie oh mein Gott. Eins, zwei, drei. Und hier ist der Sieger in einer Kampfzeit von 2 Minuten und 59 Sekunden. Aus 030BLN. Sexy Ronaldo Shaqiri. Und ich bin jetzt hier im Homecoming Backstage zusammen mit Ronaldo Shaqiri.
Das war ein sehr schneller Kampf, sehr dominant. Du hast den Olli ziemlich fertig gemacht. Wie geht's dir jetzt so damit? Ganz ehrlich, ich kapiere nicht, warum die mir kleine Kinder hier reinschicken. Guck mal, ich bin hier gekommen, um eine Herausforderung zu haben, um hier wahre Krieger zu haben. Aber warum schicken die mir ein kleines Kind? Ganz ehrlich, ich kann auch in Berlin bleiben. Ach, das ist einfach Bullshit, mein Meiner. Die kleinen Kinder sollen zu Hause bleiben und bei der Mutter einfach weiter an den Titten nuckeln. Ganz einfach ist es. Okay, okay. Also bist du nicht so zufrieden mit dem ganzen Event hier? Nein, nein. Ich will um den Titel kämpfen. Was ist das? Heute ist die erste Show von Leipzig. Ganz ehrlich, sogar die Fans hier, die sind alles für mich. Inzuchtkinder, Bauern. Ihr wisst nicht, was wahres Wrestling ist und so. Das ist eine harte Ansage. Weißt du, was noch eine Schande ist? Deine Schuhe, denn du denkst, du hast Stil, aber die sehen nur billig aus.